Wissenschaft trifft Wirtschaft. In der Toskana ist bei der Herbsttagung des Europäischen Instituts für Medienoptimierung wieder ein ausgewählter Kreis zusammengekommen. Schwerpunktthema dieses Mal: Transmedia Branding. Professor Tenderich aus San Francisco präsentiert für die medienübergreifende Markendarstellung neue Strategien und Designprinzipien. Fest der Begegnung. Bei der feierlichen Veranstaltung in Bonn ist Shanice Kraft zur Juniorsportlerin des Jahres gekürt worden. Die 19-Jährige wurde im Sommer in Barcelona unter anderem U20-Weltmeisterin im Kugelstoßen. Die Stiftung Deutsche Sporthilfe vergibt seit 1978 Förderpreise für Nachwuchssportler. Auch die deutsche Lufthansa unterstützt das Projekt. Druck im Sport. Darüber diskutieren an der EBS-Universität in Österreich-Winkel hochkarätige Gäste. Unter anderem Michael Ilgner von der Deutschen Sporthilfe sowie Oliver Bierhoff und Hans-Joachim Watzke als Vertreter des Fußballs. Druck ist ja ein bisschen subjektiv. Ich kann das Ganze auch versuchen, von mir ein bisschen wegzuschieben und mich auf die Dinge zu konzentrieren, die wichtig sind, nämlich die Leistung und die Arbeit und nicht sich darüber Gedanken zu machen, was erwartet wird oder welche Folgen bei Misserfolg eintreten können. Ein guter Ratschlag, nicht nur für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Champion des Jahres. Mit dieser Folge geht Vision Gold, das Olympiamagazin bei N24, ab Oktober wieder auf Sendung. Auf Kreta konnten sich Deutschlands erfolgreichste Athleten nach einer harten Saison erholen. Viel Spaß hatten sie natürlich auch. Vision Gold gibt es jederzeit auch im Internet zu sehen unter www.visiongold.tv.